Läuft's? So, herzlich willkommen zur offiziellen Trainerpräsentation von Dirk Lottner, unserem Cheftrainer, gerade hier angekommen bei uns auf dem Gelände. Deswegen die kurze Verzögerung. Wir bitten, das zu entschuldigen. Sebastian König, der sportliche Leiter, wird dann gleich kurz beginnen und danach dürft ihr eure Fragen stellen. Ich würde euch bitten, weil Dirk noch neu ist hier, am besten dann eure Agentur, eure Pressehaus noch mit dazu zu nennen bei den ersten Fragen, damit das ein bisschen einordnen kann hier am ersten Tag. Und dann kann es losgehen. Sebastian, du wirst übernehmen. Ja, vielen Dank, Stefan. Auch von mir herzliches Hallo in die Runde. Ja, Dirk, erstmal herzlich willkommen bei Energie Cottbus. Freuen uns, dass du da bist. Ich möchte mal kurz den Weg skizzieren, wie es zu der auch Entscheidung dann in den letzten Tagen gekommen ist. Wir haben ja nach der Trennung von Sebastian Abt ein Trainerprofil erstellt. Wir wollten einen Trainer haben, der schon erfolgreich im Profifußball war, der aber auch Erfahrung im Nachwuchsleistungszentrum hat, der durch seine menschliche Art eine Mannschaft überzeugen kann und ein gewisses neues Feuer entfachen kann. Ja, und wer sich näher mit Dirk Lottner beschäftigt hat, der sieht, dass er lange erfolgreich im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet hat, dass er eine herausragende Spielerkarriere hatte, in der er viele positive Sachen erlebt hat, sicherlich auch schwierige Phasen, aber aus denen kann jetzt natürlich dann die Mannschaft auch profitieren. Ja? Und uns war auch wichtig, dass wir einen Cheftrainer verpflichten, der an die Qualität der Mannschaft glaubt. Ja, und all das ist in den Gesprächen dann wirklich rübergekommen. Wir haben uns zum ersten Mal dann vor circa 10 Tagen dann auch getroffen, darüber unterhalten, ich hatte persönlich gleich ein sehr, sehr gutes Gefühl und wollte dann gar keinen anderen Trainer mehr für Energie Cottbus haben und haben uns dann nochmal mit den Gremien auch, mit Präsidium und Geschäftsführung und Dirk zusammengetroffen und ab dem Zeitpunkt, das war dann ungefähr am letzten Wochenende, war dann schon eigentlich der Wunsch relativ deutlich, dass man zusammenkommt und diesen Weg für Energie Cottbus dann gemeinsam geht und ja, umso glücklicher bin ich jetzt auch, dass das geklappt hat, dass für beide Seiten dann wirklich heute der neue Startschuss ist und möchte hier aber dann auch nochmal sagen, oder Tim Kruse für die geleistete Arbeit in den letzten 2 Wochen als Interimstrainer danken, ja, stellvertretend fürs ganze Funktionsteam. Das war wirklich top und ja, Dirk, schön, dass du hier bist und wie gesagt, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, dann schließe ich mich mal direkt an, bevor ihr mit euren Fragen beginnen dürft. Erstmal schönen guten Tag in die Runde. Ich freue mich wirklich auf die Aufgabe hier in Cottbus. Mit Sicherheit auch für mich ein bisschen Neuland, keine Frage. Aber andererseits auch eine richtig spannende Aufgabe, wie ich finde. Und eine sehr interessante Aufgabe. Und ja, wie gerade schon erwähnt wurde, ist es schon so, dass wir relativ früh safe waren, diese Aufgabe hier gemeinsam anzugehen. Und das, was ich bislang jetzt in diesen ersten 2-3 Stunden, wo ich hier auf dem Gelände bin, gesehen habe, das lässt mich schon mal hoffen, dass wir baldmöglichst in andere Bereiche kommen, wo wir gerade stehen. Also von daher wünsche ich mir auch mit Ihnen gemeinsam hier eine erfolgreiche, eine offene, eine ehrliche Zusammenarbeit. Das ist für mich immer wieder so ein Aspekt, den man sich wünscht im Profifußball, der aber leider sehr oft verloren geht. Aber ich würde mir wünschen, halt eine gewisse Offenheit an den Tag zu legen, dass man über Dinge sprechen kann, die vielleicht auch manchmal kontrovers sind, aber lieber miteinander reden als gegeneinander und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, aber auch vor allen Dingen natürlich mit den Jungs und hier im Verein. Vielen Dank. Gut, dann kannst du gerne losgehen mit den Fragen. Wir haben Mikro im Raum, Handzeichen. Andreas Friebel vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Der sportliche Leiter hat gerade gesagt, es war wichtig, einen Trainer zu verpflichten, der an die Qualität der Mannschaft glaubt. Sie haben jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, so seit 10 Tagen mit dem Gedanken sich getragen, Energie Cottbus zu übernehmen. Wie haben Sie sich über das Team schon informiert und was ist so Ihr erster Eindruck? Und vielleicht, um noch eine Frage nachzuschieben, woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass das zuletzt die Qualität nicht so auf den Rasen kam? Ja, zum einen ist es natürlich so, dass du heute medial alle Möglichkeiten hast, auch aus Köln, auch wenn 700 Kilometer weg ist, dir Spiele der Mannschaft anzuschauen. Na, das letzte Spiel war jetzt natürlich am Wochenende das Pokalspiel, was natürlich jetzt wenig Aussagekraft hat, aber natürlich habe ich da einen kleinen Überblick über das Leistungsvermögen oder über die Mannschaft auch bekommen. Darüber hinaus, wie war die zweite Frage nochmal? Qualität ausmacht und wie Sie sich über die Mannschaft informiert haben und was zuletzt Ihrer Meinung nach schiefgelaufen ist? Gut,
wie ich mich über die Mannschaft informiert habe, habe ich gerade gesagt. Was schiefgelaufen ist, ist natürlich ein bisschen schwer aus der Distanz zu beurteilen. Aber deswegen ist es auch gut, dass ich in meinem Trainerteam jetzt Leute habe, die die Mannschaft kennen, die die Gegebenheiten kennen, die die einzelnen Spieler kennen. Und da wird es natürlich jetzt auch Aufgabe sein, hineinzuhorchen, ja, um zu erkennen, was man ändern kann. Aber mit Sicherheit spielt das Selbstvertrauen im Fußball auch immer wieder eine große Rolle. Und wenn du so einen Start hast, wie wir halt hier hatten, dann wird der Kopf nicht leichter und nicht offener, sondern da musst du schon sehen, dass du erstmal wieder dieses Selbstvertrauen reinbekommst, in die Jungs reinhörst, was schiefgegangen ist. Aber das wird unsere Aufgabe sein in den nächsten Tagen. Und dann bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir vielleicht auch etwas befreiter schon am Wochenende auftreten können. Aber es wird natürlich jetzt auch erstmal in den nächsten Tagen einer unserer Wege sein, zu erörtern, was da vielleicht nicht optimal gelaufen ist in den letzten Spielen. Ja, wir Älteren, Georg Zielankowski von Niederlausitz aktuell, wir Älteren erinnern uns natürlich weitgehend an ihre aktive Zeit, und mir ist das Jahr 2000 darauf gefallen, als Energie in die erste Liga aufgestiegen ist, hier mit dem letzten Spiel gegen Köln 2-0, Sie waren dabei. Haben Sie seitdem, aufgrund auch dieser Besonderheit dieses Spiels und der Aufstieg beider Mannschaften, haben Sie da immer ein bisschen mehr auch nach Cottbus geguckt, dass Sie also den Weg, der ja ein Auf und Ab dann war, später auch immer sehr aufmerksam verfolgt haben? Hat das vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass Sie gesagt haben, ja, da geht es ganz gut, auch mit der Atmosphäre hier im Stadion, das wäre vielleicht mal ein Thema? Also im Gesamtpaket, ne, wo wir immer wieder drüber reden, muss man schon sagen, dass Cottbus schon eine Mannschaft ist, die trotz der Entfernung für mich immer so ein bisschen im Fokus stand. Also immer im Blick hatte, aufgrund der Vita auch, der Vergangenheit, der erfolgreichen Zeiten hier vor allen Dingen, aber auch der Tatsache, dass Energie Cottbus eigentlich auch von Anfang an ein Verein war, wo ich nichts Negatives drüber sagen könnte. Also ich habe hier sehr schöne Erinnerungen an Cottbus, habe ja auch das eine oder andere Tor schießen dürfen, die Gelegenheit haben sie mir gegeben. Andererseits aber auch, wie Sie gerade schon erwähnt haben, der damalige Aufstieg, als wir schon aufgestiegen waren, Cottbus hier am letzten Spieltag gewinnen musste, um endgültig aufzusteigen. Dementsprechend haben wir ja nachher auch noch eine kleine Party gemeinsam gehabt mit den Fans, musste es nicht flüchten gehen, sondern durfte es mitfeiern ein bisschen. Also rundum wirklich nichts Negatives, positive Erinnerungen. Ich hoffe, dass das anhält, dass sich das weitergetragen hat. Ich denke, dass wir hier mit dem Stadion herausragende Bedingungen haben, mit den Fans, wenn wir sie dann endlich wieder reinlassen dürfen. Aber ich habe jetzt 3,5 Jahre kein richtiges Stadion gehabt und freue mich einfach darauf, auch wenn es vielleicht erstmal nur 1.000 Zuschauer sind, wieder in einem Stadion spielen zu dürfen, wo man heimisch ist, weil wir in Saarbrücken halt seit 5 Jahren das Stadion umgebaut hatten und wir immer ausweichen mussten. Deswegen glaube ich, dass die Bedingungen hier optimal sind, und jetzt liegt es halt an uns, diese auch positiv umzusetzen und im Idealfall so viele Siege erreichen wie möglich. Frank Noack, Lausitzer Rundschau. Hallo. Hallo. Herr Luttner, was so das mittelfristige Ziel mit Energie Cottbus ist, glaube ich, wissen wir alle, wo es hingehen soll. Was ist denn, wenn man jetzt vielleicht bis Weihnachten mal schaut? Also was ist da aus Ihrer Sicht realistisch? Ich meine, wir kennen alle den Tabellenplatz, wir kennen den Zustand der Mannschaft. Wie ist da so das erste Ziel für Sie, wenn Sie die Aufgabe heute angehen? Also erste Ziel, glaube ich, ist klar, wenn du 4 von 5 Spielen verloren hast, wenn du im Moment Tabellenvorletzter bist, dann kann es nur ein Ziel geben, nämlich die Situation anzunehmen und dafür zu sorgen, dass du schnellstmöglich aus diesem Bereich da ganz unten rauskommst, damit du nicht nachher in eine Situation kommst, wo der Kopf dann auch nicht mehr mitspielt, wo es noch schwieriger wird, wo Automatismen greifen, die du gar nicht abwägen kannst. Dementsprechend primäres Ziel, mit der Mannschaft erstmal einen Weg zu finden, die Situation anzunehmen. Das ist wichtig, die Situation annehmen, finde ich ganz wichtig. Und sie dann so umzusetzen, dass wir schnellstmöglich aus diesem Gefahrenbereich erstmal rauskommen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das eine oder andere auch wieder ein bisschen leichter abfällt und man dann auch in Bereiche kommt, wo du zumindest mal nicht mehr nach hinten schauen musst. Und was dann nach oben geht, das werden wir sehen. Ja, aber ich denke, wichtig wird sein, einfach diese Situation, wo du mit ganz anderen Voraussetzungen in die Saison gestartet bist, jetzt erstmal vom Kopf her anzunehmen und dafür zu sorgen, dass jetzt andere Tugenden gefragt sind, als vielleicht das Spiel zu machen und das Bällchen von rechts nach links 7-mal zirkulieren zu lassen. Sondern ich habe Cottbus auch kennengelernt als einen Verein oder als eine Mannschaft, die immer erst Maluch hat, immer angepackt hat, ein bisschen dreckig war, ein bisschen schmutzig war
und dann angefangen hat, Fußball zu spielen. Und ich glaube, das muss auch der Weg sein, um hier in den nächsten Wochen die nötigen Punkte einzufahren. Es war ja gerade schon die Rede davon, dass man jetzt vor 1.000 Zuschauern spielen muss, zwangsläufig. Ist das so ein bisschen Hoffnung, vielleicht auch von der Vereinsführung mal in die Runde gefragt, ob es Erweiterungen dieser Zahl demnächst mal geben könnte? Denn ich glaube, auch der künftige Erfolg, der hier angestrebt wird, wird auch weitgehend davon abhängig sein, wie emotional die Kulisse rundherum ist. Vielleicht. Ja, also das ist definitiv ein großer, wichtiger Punkt, wo auch der Verein oder auch die Gremien dann gerade dran sind. Wir haben jetzt alle viele DFB-Pokalspiele sicherlich gesehen, gefühlt 7.000 Fans in Rostock, 3.000 in Chemnitz, 5.000 jetzt waren auch bei Union Berlin. Und Fakt ist, wir brauchen diese Fans in diesem Stadion. Ja, es ist, die Journalisten waren selber alle jetzt bei den Spielen, es ist trotzdem irgendwie komisch und fühlt sich wie ein Geisterspiel an. Und man muss ja sagen, auch die Fans jetzt gerade am Wochenende, es war ein Landespokalspiel, die haben das großartig gemacht, ja, auch solange es 0-0 stand. Ja, und es darf ja dann auch jeder kritisieren, ja, so ist es dann auch. Klar hört man das eine oder andere mehr, aber wenn man halt zurückliegt oder wenn man verliert, dann hat man keine Argumente, dann muss man das sich auch mal gefallen lassen. Ja, da müssen wir dann alle durch, da müssen wir die Verantwortung für übernehmen. Aber Fakt ist, wir werden ohne unsere Fans nicht dauerhaft erfolgreich sein. Und deswegen ist auch der Verein in der Prüfung, dass das Hygienekonzept, was ja dann auf 2.000 Zuschauer mindestens ausgelegt ist, jetzt so bald wie möglich dann auch mal erlaubt wird. Und es ist der große Wunsch, dann also jede 100 Zuschauer mehr. Und ich hoffe, dass wir bald dann wieder hoffentlich 4.000, 5.000 spielen können. Ich weiß jetzt nicht, ob die Stadt oder das Land dann schon mitgeht, das für das Fürstenwalde Heimspiel zu organisieren. Aber es ist definitiv der große Wunsch. Und wir brauchen diese Fans, wir brauchen jeden einzelnen Fan in diesem Stadion, weil die dann die Mannschaft auch tragen werden. Anschließend noch eine sportliche Frage an die sportliche Leitung. Jetzt gibt es einen neuen Trainer. Welche Lehren oder welche Schlussfolgerungen kann man denn trotzdem oder welche ziehen Sie aus dem nicht so gelungenen Saisonstart? Ich glaube, der nicht so gelungene Saisonstart, das haben Sie sehr wohlwollend formuliert, wir sind natürlich in der Diskussion, auch mit dem Trainerteam, auch dann mit den Spielern. Und wir machen es uns jetzt nicht zu einfach und sagen nur, wenn der Ball jetzt gegen den Pfosten gegangen wäre, gegen Lichtenberg und so weiter, sondern wir sind da schon auch selbstkritisch. Und klar mussten wir den Kader verkleinern. Ich meine, wenn Sie letztes Jahr vielleicht noch eine ganze Seite für die Sportredaktion hatten und auf einmal ist die Seite nur noch, vielleicht können Sie nur noch eine halbe Seite bedrucken, dann wird es auch schwierig mit allen Buchstaben. Ja, und nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich dann jetzt auch dann gerade mit Dirk erstmal den Kader dann neu kennenzulernen, ja, und dann halt zu schauen, können wir ihn noch verstärken, müssen wir ihn noch verstärken. Aber es ist jetzt nicht so, dass Dirk auch gesagt hat, pass auf, ich komme nur, wenn ich jetzt hier zwei Granaten noch mitbringen kann, sondern er hat absolut gesagt, da steckt Qualität in dem Kader, er möchte die Jungs jetzt kennenlernen, den Jungs auch die Chance geben und dann werden wir zusammen in Entscheidungen treffen. Ja, dann wäre er am Bild. Ich sehe schon mal einen, für den ist kein Meter zu weit. Ja, danke schön. Weil gerade da die Rede da vom Personal gewesen ist, und du ja gerade gesagt hast, also es war nicht sein Wunsch, seine Forderung, jetzt Spieler nachzuholen. Sicherlich erst dann vielleicht auch ein Thema, wenn man die Mannschaft konsequent kennengelernt hat. Gibt es denn bei Ihnen welche, so, die in der Wartestellung sind, wo Sie sagen, also wenn das hier funktioniert, auch finanziell und alles, was dazugehört, das könnte ich mir schon vorstellen, zu denen habe ich ganz großes Vertrauen und die könnten auch diese Mannschaft hier weiter nach vorn bringen. Gibt es solche Leute, die so ein bisschen auch in der Warteschleife sind vielleicht, genau wie Sie jetzt das halbe Jahr? Ja, ich glaube grundsätzlich, die Situation gibt halt vieles her. Durch Corona ist halt auch der eine oder andere Spieler jetzt noch im Markt, der vielleicht vor 6 Monaten noch gedacht hat, der könnte sich mehrere Vereine aussuchen. Ja? Und mit Sicherheit gibt es da Spieler auf dem Markt, die auch irgendwann vielleicht für Energie Cottbus interessant sein werden. Aber wie der Sebastian gerade gesagt hat,
Meine Aufgabe ist es jetzt erstmal mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten, den Jungs die Chance zu geben, den Saisonstart wettzumachen, das Ding wieder irgendwie neu anzupacken, den Reset-Knopf zu drücken und zu sagen, so jetzt gehen wir einen neuen Weg. Ja, und die Chance gebe ich den Jungs. Die haben ab heute Mittag die Möglichkeit, sich mir zu zeigen. Ich kenne sie noch nicht so in der Tiefe wie vielleicht mein Vorgänger. Ja? Aber deswegen ist auch gut, dass Tim hier geblieben ist, weil er sie einfach gut kennt und mich ganz schnell auf den neuesten Stand da bringen kann zu jedem einzelnen Spieler. Aber ich gebe ihnen die Chance. Und da hat jeder jetzt eine Woche Zeit, für mich davon zu überzeugen, dass er A, der Situation gewachsen ist, aber auch die sportlichen Fähigkeiten hat, um in der Startelf zu stehen. Ja, und diese Chance kann jeder nutzen. Und dann werden wir irgendwann erkennen und auch sehen, für wen es reicht oder für wen es vielleicht auch nicht reicht. Aber ich gehe Stand heute erstmal davon aus, dass wir hier einen Kader haben, der definitiv zumindest schon mal besser ist als das, was sie bislang gezeigt haben und wo sie gerade stehen. Vielleicht können Sie ein bisschen Einblick in Ihre Spielphilosophie geben. Was ist denn der Wunsch, wie die Mannschaft auftreten soll? Sie haben es gerade angedeutet, erstmal kämpfen und dann können wir schön spielen. Aber es gibt ja so eine Philosophie als Trainer, die man hat, wo man sagt, okay, ich möchte mehr so ein bisschen offensiv oder mich hinten einbuddeln und zusehen, dass die Null erstmal steht. Ja, ich glaube, grundsätzlich ist bei Trainern ja immer so, da, wo sie früher mal aktiv gespielt haben auf den Positionen, deren Spiel versucht man auch irgendwo nachher in die Trainerarbeit mit reinzunehmen. Ja, ich war ein Spielmacher, war ein Zehner in meiner meisten Zeit. Dementsprechend bin ich schon jemand, der gerne Fußball spielt und das am liebsten auch von hinten heraus. Aber die Situation muss dafür da sein und die Qualität muss auch dafür da sein. Und wenn du diese Tugenden halt im Moment nicht hast oder andere gefragt sind, dann musst du halt vom Kopf her auch bereit sein und auch die Qualität haben, umzuschalten und zu sagen, jetzt ist erstmal was anderes gefragt. Grundsätzlich bin ich ein Spieler, der nicht über den Ball besitzig definiert, sondern über ein sehr geradliniges, zielstrebiges Spiel nach vorne, der kurze Weg zum Tor zu suchen, mit einer hohen Intensität gegen den Ball, aber vor allen Dingen auch mit dem Ball, sehr offensiv ausgerichtet, also das, was ich immer sagen kann, dass meine Mannschaften eigentlich immer gute Tore erzielt haben, viele Tore erzielt haben, manchmal auch zum Leid der Defensive, aber da gilt es ja auch, das richtige Gleichgewicht zu finden. Aber grundsätzlich, klar, will ich Fußball spielen, ich will, dass der Ball läuft, ich will, dass Kurzballspiel da ist, ich will, dass wir die freien Räume sehen, ich will, dass wir zielstrebig Richtung Tor arbeiten, lieber vertikal als quer. Ja? Und das versuche ich der Mannschaft jetzt zu vermitteln, aber auch mutig zu verteidigen. Mutig verteidigen bedeutet auch immer wieder nachzurücken, immer wieder an den Mann zu schieben, immer wieder Druck aufzubauen, den Gegner einfach immer wieder zu nerven. Das sind alles die Dinge, die man halt, glaube ich, schon in der Kürze auch implizieren kann und was die Mannschaft auch in der Lage sein sollte, umzusetzen. Kurzer Blick in Ihre Vergangenheit. Sie sind nach Saarbrücken damals gegangen, wo die Mannschaft auch ja nun nicht ganz oben zu finden war, aber haben dort dann die Mannschaft, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber doch aus den unteren Regionen geholt und die Plätze 1, 2, 3 belegt. Ich glaube, nicht in der Reihenfolge, aber überhaupt. War das auch so ein bisschen so ein Anreiz, ganz tief im Westen das erst gemacht zu haben, um dann hierher zu gehen und in einer, naja, nicht mal vergleichbaren, aber in einer leicht ähnlichen Situation hier eine Mannschaft vorzufinden, wo man also auch durchaus einen steilen Weg nach oben gehen kann, genauso wie sie es da drüben gemacht haben. Also für mich ist immer wichtig, ich bin absoluter Teamplayer. Ich bin kein Einzelgänger, ich bin keine One-Man-Show, ich bin keiner, der die Medien jetzt in jede Kamera reinläuft, sondern ich bin ein richtiger Teamplayer. Und Teamplayer bedeutet für mich eine gewisse Offenheit innerhalb eines Vereins auch zu haben, ein Vertrauen innerhalb des Vereins zu haben, so dass man sich austauschen kann, auch wie eben schon erwähnt, auch mal kontrovers diskutieren kann. Nur das bringt einen auch weiter. Und dementsprechend packen wir das gemeinsam hier an. Und als ich damals nach Saarbrücken gegangen bin, war auch eine ähnliche Situation, aber trotzdem etwas anders, weil da hat sich der Trainer neu aufgestellt, der Sportdirektor, der Vizepräsident, also der Geschäftsführer, da war alles neu und fast eine neue Mannschaft aufgebaut. Und die hat auch Zeit gebraucht, das fing dann auch nicht im ersten Jahr an, aber wir haben eine Linie reinbekommen und sind dann im ersten Jahr Dritter geworden, dann im zweiten Jahr Erster. Also das Potenzial, glaube ich, ist ähnlich. Aber du musst es gemeinsam angehen und gemeinsam diesen Weg gehen. Und da gehören auch Widerstände zu. Und diesen Widerständen muss man manchmal auch aushalten können.
Und ich glaube, dass das so auch wichtig sein wird innerhalb eines Vereins, auch eines großen Vereins. Und Cottbus gehört nun mal gerade in der Regionalliga zu einem der größten Vereine. Dann bläst dir der Wind schon mal ein bisschen straffer ins Gesicht als vielleicht bei anderen Vereinen. Und dem musst du standhalten und trotzdem deinen Weg weitergehen. Und ich hoffe, dass wir diesen Weg, den wir jetzt beginnen wollen, auch erfolgreich gehen. Und dazu kann jeder beitragen. In den letzten Tagen oft das Wort Gesamtpaket verwendet, auch in Bezug auf Fortuna Köln. Da haben Sie gesagt, da hat Ihnen das Gesamtpaket nicht so gefallen oder nicht ausreichend gefallen. Was waren denn die Unterschiede jetzt zu Cottbus, wenn man das vergleicht? Und zweite Frage, war es vielleicht auch ein bisschen, dass Sie sich gerade auch ganz bewusst gegen Köln als Kölner Junge entschieden haben, um zu zeigen, ich kann auch woanders, man haben Sie schon bewiesen, kann ich aber bestätigen, wäre der leichtere Weg, nehme ich mal an, für Sie definitiv gewesen. Ja, also um das da erstmal anzuschließen, Köln wäre natürlich der einfachste Weg für mich gewesen, in meiner Stadt zu arbeiten, 7 Minuten vom Trainingsgelände entfernt, nach 3,5 Jahren Saarbrücken mal wieder bei meiner Familie zu sein. Ich habe eine 11-jährige Tochter, die hätte mit Sicherheit auch nichts dagegen gehabt, jetzt den Papa in den nächsten zumindest mal 2 Jahren planmäßig erstmal auch sehen zu können. Aber es gehört ja nicht nur dazu, dass der Trainer sich irgendwo ein Stück weit wohlfühlt und es sich einfach macht, sondern es gehört ja auch dazu, dass ein Trainer Ziele hat. Und ich bin halt auch noch in einem Bereich, wo ich Ziele erreichen möchte, wo ich weiterkommen möchte. Und da hatte ich damals, zum damaligen Zeitpunkt bei Fortuna Köln, einfach meine Bedenken, weil sie strukturell noch nicht so aufgestellt waren, wie ich mir das wünsche. Es gibt Trainer, die lieben das, alles so an sich zu reißen. Und Fortuna Köln war halt so aufgestellt, dass es dort noch keinen Sportdirektor gab, keinen Athletiktrainer, keinen hauptamtlichen Co-Trainer. So, und keine richtige Scouting-Abteilung. Also es war so ein bisschen, wäre fast alles an mir hängen geblieben. Es gibt Trainer, die lieben das. Die blühen darin auf, alles an sich zu reißen und zu sagen, ich habe hier alle Macht und ich gehe das an. Die können das auch. Ich bin aber, wie ich eben schon erwähnt habe, ein Teamplayer. Ich möchte Dinge gemeinsam erarbeiten. Ich möchte Input immer wieder von rechts und links bekommen, um meinen Horizont zu erweitern, um meinen Blickwinkel zu erweitern und im Team einfach gewisse Dinge zu erreichen. Und das war halt der Unterschied zwischen Köln und Cottbus. Ja, und da denke ich, wenn ich hier, wie eben auch schon erwähnt, mich mal umschaue, die Trainingsbedingungen, alles, was hier mit zusammenhängt, mit hauptamtlichen Co-Trainer, Athletiktrainer, Physio, ja, Pressesprecher, alles, was da so eine Rolle spielt, Sportdirektor, dann ist hier alles gegeben, grundsätzlich erstmal, um sportlichen Erfolg zu haben. Ja, und das war mit Sicherheit ein sehr ausschlaggebender Grund, warum Cottbus passt. Und die Situation gibt es einfach ein Stück weit auch her, wo ich sage, da kannst du jetzt auch was aufbauen und was erreichen. Und die Qualität ist da, die Basis ist da. Es ist ein Verein, der immer wieder Möglichkeiten haben wird. Und das hat die Vergangenheit ja auch gezeigt, um den Aufstieg zu spielen oder halt auch aufzusteigen. Eins ist klar, ich bin jetzt nicht hingekommen, um die Mannschaft zu retten. Und es ist ja irgendwie im Mittelfeld zu landen, klar. Anu, Mensch. Sebastian, du weißt, dass ich euch, als du da Nachwuchstrainer warst, genauso wie Sebastian Abt, recht häufig begleitet habe, eigentlich permanent. Drum seid ihr mal beide ein bisschen näher als vielleicht andere hier aus diesem Verein. Und drum war das für mich also auch schon ein Stück weit traurig, dass Abt hier doch ziemlich harsch gescheitert ist. Nun ist er abgelöst worden, es gab wohl keinen anderen Weg. Aber was passiert denn jetzt mit ihm? Er ist ja noch sicherlich Vereinsmitglied. Gibt es denn eine andere, ich sag mal, respektlos Verwendungsmöglichkeit für ihn? Vielleicht nicht gerade im Männerbereich. Denkt ihr an sowas, Sebastian Abt hier irgendwie, wann, egal, nochmal zu integrieren? Ja, also die Verbindung, die kann ja keiner wegreden, die auch Sebastian und ich hatten. Und ich muss auch nochmal dazu möchte ich auch nochmal sagen, dass die Entscheidung, die wir da im Januar getroffen haben, ihn zum Cheftrainer zu machen, ich Stand Januar immer wieder treffen würde, weil es natürlich, glaube ich, auch der Wunsch von ganz Cottbus war, dass das funktioniert. Ja, das hat dann leider nicht geklappt, die Ergebnisse waren dann, wie sie waren. Und das Geschäft hat dann, sage ich mal, den üblichen Lauf genommen, was total schade ist, weil ich aus meiner Sicht die Arbeit halt sowohl menschlich als auch fachlich dann wirklich, wirklich top war. Aber die Ergebnisse halt leider nicht da waren. Und weil die Arbeit aber seit 30 Jahren, die er hier im Verein ist, so ist, wie sie ist, sind wir natürlich dazu verpflichtet, ihm alle Türen offen zu halten. Ich glaube, das muss jetzt auch erstmal nachwirken bei ihm.
Aber sobald Sebastian sagt, er steht wieder zur Verfügung, möchte sich auch gern irgendwo einbringen, ist zumindest von meiner Seite aus ja nicht nur die Tür offen, sondern die Tür ausgehangen und da kann er jederzeit durchrennen. Ja. Aktuell, glaube ich, muss man ihm die Zeit geben, das Ganze zu verdauen. Sofern ich jetzt nicht eine Stelle in der etwas längeren Pressemitteilung zu Ihrer Verpflichtung überlesen habe, war nicht zu erkennen, wie lange Sie sich für Cottbus entschieden haben. Ich gehe jetzt aber mal persönlich davon aus, Sie werden es nicht gesagt haben, auch in Ihren Formulierungen gerade klang es ein bisschen durch, dass Ihr Vertrag nur bis 30. Juni 2021 läuft. Wie stellen Sie sich denn in welchem Zeitrahmen das Ganze vor? Oder vielleicht können Sie es auch verraten, was im Moment die Mindestvertragslaufzeit ist. Ich vermute mal, wahrscheinlich gibt es da eine Klausel, bei Aufstieg verlängert sich irgendwas oder so. Was können Sie denn zu der Vertragslaufzeit sagen, allgemein? Also eins habe ich heute schon mal gelernt, wir reden hier in dem Verein nicht über Vertragslaufzeiten, weder über Trainer noch über Spieler. Dem möchte ich mich anschließen und gehörig sein. Dann trotzdem. Vielleicht ergänzend dazu, ja, wir können aber davon ausgehen, dass Ihre Zeit, egal wie es jetzt läuft, in dieser Saison nicht am 30.06.2021 enden soll. So ist es mal nicht geplant. Sie haben schon durchklingen lassen, dass Sie die Mannschaft jetzt erstmal ganz schnell kennenlernen wollen. Jetzt haben Sie aber trotzdem nur eine Woche Zeit. Am Sonntag steht auch ein wichtiges Spiel an für Energie Cottbus, ein emotionales Spiel in Babelsberg. Wann müssen Sie denn jetzt in der Woche oder mal vorausgeblickt auf diese Woche so, sag ich mal, umschalten? Also vom Kennenlernmodus in Richtung Spielvorbereitung. Das eine geht in das andere über. Also du lernst eine Mannschaft ja auch kennen, indem du Einzelgespräche führst, indem du im Mannschaftsrat mal reinholst, auf dem Platz Gespräche führst, die Mannschaft aber auch sportlich lernst auch zu bewerten, wie verhält sie sich auf dem Platz. Dazu haben wir jetzt ja mit heute 8, 9 Einheiten Zeit, ne? Oder? 8, 9 Einheiten. Also plus Video und Gedöns, was da alles noch drum ist. Also da lerne ich schon die Mannschaft ganz schnell kennen. Aber mit Sicherheit ist es schon so, dass wir am Wochenende auch direkt ein heißes Brett vor der Brust haben, aber da freue ich mich immer drauf. Also sowas macht ja Spaß. Da muss man sich drauf freuen auf solche Spiele. Auch wenn ein paar Zuschauer weniger da sein werden. Sie haben schon ein bisschen anklingen lassen aus Ihrem privaten Bereich. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Also familiärer Hintergrund. Ihre Familie, habe ich glaube ich gelesen, wird in Köln bleiben. Also ja, wie planen Sie sich für sich das jetzt hier in Cottbus? Ja, euch alle auf den aktuellen Stand zu bringen. Ich habe eine Frau, ich habe eine 11-jährige Tochter, ich habe einen 29-jährigen Sohn aus erster Ehe, der aber bei der Mutter wohnt. Also, oder mittlerweile auch alleine, ja. Nein, es ist so wie in Saarbrücken, hatte ich das auch schon so gehandhabt, wo da die Distanz mit Sicherheit noch kürzer war und die Herausforderungen hier noch mal ein bisschen größer sind. Aber ich habe Gott sei Dank zwei Mädels an meiner Seite, die mich wirklich top unterstützen, die die Situation auch annehmen und mittragen vor allen Dingen. Meine Frau hat mich gestern hier hingefahren, dementsprechend war sie gestern Abend auch hier, haben nochmal die letzte Nacht zusammen verbracht und dann wird sie heute Abend nach Hause fliegen, aber sobald es immer möglich ist, werden meine Mädels hier runterkommen. Das wird nicht jede Woche sein oder zu jedem Heimspiel, aber so oft es irgendwo geht und dementsprechend bin ich im Moment im Hotel untergebracht, sorge dafür, dass ich mittelfristig eine Wohnung finde, wo ich mich auch heimisch fühlen kann. Um dann auch, wenn der Besuch aus Köln kommt, und es werden nicht immer nur meine Mädels sein, sondern es werden auch Freunde sein, die mich oft besuchen, dann möchte ich denen schon auch ein Heimatgefühl geben, also etwas geben, wo sie sich heimisch fühlen können. Und das ist natürlich im Hotel ein bisschen schwieriger, als wenn man eine eigene Wohnung hat. Also dementsprechend ankommen, jetzt erstmal sich ums Sportliche kümmern, solange es irgendwo geht, auch von morgens bis abends, ne, wenn es dann sein muss. Und parallel suche ich mir halt eine Wohnung. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel, was ich heute brauche, weil im Endeffekt brauche ich jetzt Stand heute erstmal ein Bett, wo ich drin schlafen kann und nicht mehr, nicht weniger. Gibt es weitere Fragen? Herr Noack. Ansonsten wird sich im Funktionsteam wird sich nichts ändern. Im Prinzip, der Cheftrainer ist neu, alles andere bleibt bestehen.
Ja, es wird sich nichts ändern. Gut, dann haben wir das. Wir bedanken uns und Dirk Lottner wird natürlich draußen noch für das eine oder andere Foto und vielleicht noch eine Rückfahrt zur Verfügung stehen. Und dann alles klar. Dann auf erfolgreiche Zusammenarbeit.